Na bitte. Als wäre nichts passiert. Wir sind gut. Und du bist das listigste Kind, das ich jemals traf. Nun, du hast von keiner Festung geträumt. Also suchen wir den runden Turm, okay? Na gut. Und vielleicht wurde die Insel ja noch schöner geschmückt. Genau das Eis. Volle Zeit oder 5 Minuten, ne? Ich weiß nicht einmal, was das war. Ich auch nicht. Aber wir haben eine Spur. Pragmatisch. Gefällt mir. Werfen wir einen Blick auf die Karte oder weißt du, wo dieser Turm ist? Warum nicht? Ziemlich beeindruckend alles. Aber ich kann nicht glauben, dass du im Kloster warst. Meine Mutter kam aus einer wohlhabenden Familie. Als sie erfuhren, dass mein Vater ein Schmuggler ist, wurde ich in ein Kloster geschickt, um mich von seinen Sünden zu befreien. Ja, die sind wieder gekehrt. Das hat offenbar nicht geklappt. Ich wollte lieber als freie Sünderin leben. Also floh ich zu meinem Vater. Wir müssen aufpassen. Wenn mein Traum falsch war, kann noch mehr falsch sein. Hey, sieh dich um. Alles ist gut. Das ist Jahrhunderte her, stimmt's? Sie hat recht. Wir sind bei dir. Welche Karte? Ich habe keine Karte. Ich kann auch auf keine Karte zugreifen. Weiß ich noch nie mal, wo ich hin muss. Was bitteschön können die Kinder für das Verhalten ihrer Eltern? Ja. Ja. An diesem hellen Tag feiern wir den Sohn der Glutasche mit unserem Leben, unserer Freude und der Einheit, die uns mit der Mutter verbindet. Wie, ich gehe jetzt einfach mal. Möge das Licht unserer Seelen den Sohn aus seinem Tiefschlaf wecken. Möge es ihn zu unserer Gräfin, der hellsten aller Seelen, führen. Wow, wir halten einfach an. Nicht weiter. Dies könnte der erste Tag eines neuen Zeitalters sein. Lasst uns feiern. Möge diese Nacht heller als der Tag werden. Da muss ich einfach nur wieder zurücklaufen. Da meinen sie die Karte mit dem Ding, was da, was wir angezündet haben? Vielleicht kann ich auch laufen. Wenn wir auch schon hier sind, kann ich mir die Drachen machen. Wir sind da. Das Fest geht jetzt erst richtig los. Gehen wir hier durch. Das lohnt sich bestimmt. Sie sehen glücklich aus. Ja, die sind alle auf dem Trip. Gesegnet sei der Sohn. Gesegnet sei die Mutter. Und die Tage, an denen er wiederkehrt. Schaut sie euch an. Die wissen, wie man feiert. Und wenn sie die Wahrheit wüssten? Ach, das sind noch das Kinder. Brauchen sie nicht. Ist auch besser für uns. Ich wäre so gern wie sie. Du darfst dich nicht unterkriegen lassen. Und wie mache ich das? Denk einfach an was anderes. Denk einfach, du bist ein Freak und ganz stolz auf dich. Als Außenseiter zu leben ist doch gar nicht so schlimm. Weißt du, wovon ich rede? Der Gesang ist funny. Man sich aber dann tanzen können.
ist unser Turm, stimmt's? Naja, zumindest ein Teil davon. Hier ist alles so alt. Wie soll uns etwas davon weiterhelfen? Wir finden schon etwas. Die Vergangenheit stirbt nie, Hugo. Du hast sie in deinem Traum gesehen, nicht wahr? Und dieses Heiligtum hatte auch viel zu erzählen. Wir finden etwas in dieser Kapelle. Wir sind fast da. Hugo, warte. Würde mein edler Ritter den Turm für mich erobern? Was? Ich will sehen, wie du ihn stürmst. Nimm ihn ein! Los! Ja! Bleib in Sicht! Ja! Danke. Das ist nicht leicht für ihn. Ich wollte dich fragen, ob du dir bei all dem wirklich sicher bist. Es scheint ihn sehr zu belasten. Ich weiß. Und das tut es auch. Aber genau deshalb machen wir das alles. Hör zu, wir kennen uns zwar noch nicht lange, aber ihr jagt Geister. Geister, die ihm Angst machen. Es war die Hölle, Sophia. Du kannst dir nicht vorstellen. Kann ich nicht. Aber braucht er wirklich mehr davon? Uns bleibt nichts anderes. Ich glaube dir. Gut. Bin sofort wieder da. Ich würde gerne weitermachen. Ich habe meinen Loot eingesammelt. Hast nicht aufgepasst, als ich dir die wichtigsten Sachen gesagt habe. Hä? Ihr seid so langsam. Ja, hey, sie sind schon sei alt. Nett zu alten Leuten. Du bist gar nicht so alt. Und? Gehört der Turm uns? Nein, abgeschlossen. Von der anderen Seite verschlossen. Sehen wir uns ein wenig um? Hier. Am Ende erobern wir ihn also doch. Übrigens ist Hugo der König und ich bin der Hauptmann seiner Wache. Du herrschst also darüber? Und du bist meine Schmugglerin. Ein königlicher Vertrag. Welch Ehre. Denk dran, wir müssen noch eine echte Festung erobern. Oh, stimmt. Die Festung und ihre Kapelle. Oh Mann, hier ist ja nicht immer so ein bisschen Loot. Jetzt wird sich nie sicher halten, aber egal. Vorsicht, es geht runter. Gut, gut. Ich hätte von da oben. Kletter zuerst. Aha. Hat er es gesehen. Ich war so ein bisschen idiotisch, finde, aber nein. Mir nach. Ja, das hat sie wirklich gut erkannt. Mhm. Vorsicht beim Landen. Alles klar. Ja, ja, vorsichtig beim Landen. Nicht wieder über einen spitzen Stein rollen, ne? Eis. Ja, voller Profi. Ja, ich glaub, das ja. War's. Gehen wir? Ja, gehen wir weiter. Ja, wir gehen rein. Die Festung. Hoffentlich liegen dort nicht so viele Schriften wie in ihrem Heiligtum. Scheint jedenfalls nicht so verlockend. Graf und Gräfin haben sicher nicht in den Notizen gewühlt. Für sie sind diese Schriften viel zu heilig. Das finden wir nur auf eine Weise raus. Ja. Gehen wir.
Was ist los? Ein Sturm zieht auf. Wie kommst du darauf? Vertrau mir. Er ist traurig. Alles wegen eines Traums. Wann hat dir zuletzt ein Traum die Welt bedeutet? Als ich aufhörte, ein Kind zu sein. Hey, das ist eine schöne Blume. Möchtest du sie? Natürlich. Es gab eine Zeit, in der ich die Blumen bekam. Die Zeit verfliegt, Süße. Sie werden groß. Na schön. Gehen wir zu dieser Festung. Los. Bleiben wir doch. Ich mag es hier. Hier bleiben hilft dir nicht, Hugo. Wir müssen weiter. Und ein Sturm wird aufziehen. Sag mal, Hugo, hast du ja, einer jungen Dame schon mal eine Blume geschenkt? Wenn man so einen Ausblick hat, ne? Ist schon geil. Aber das Coolste wäre, ist, sich das mit meiner Frau zusammen genießen kann. Erst Blumen, dann Federn. Federn sind besser. Warum? Weil man damit fliegen kann. Kapiert. Aber flieg jetzt bitte nicht weg. Das ist gerade wieder so ein geiles Bild. Ja, schön einen Tisch mit Rose und Kerze und dann ein schönes Dinner. Nee. Muss ich dich leider enttäuschen. Einfach nur eine Decke. Hinlehnen. Hinter auf bei Beast. Und dann so ein kleines Picknickkörbchen mit Essen. Das ist genau das Richtige. Kleines Problem hier. Wie kommen wir da rüber? Sehen wir da unten nach. Voller Würmer. Nicht so nah ran. Die Brücke sieht ziemlich brüchig aus. Bringen wir sie zum Einsturz. An der Stange ist ein Seil und ein Haken. Ja, warum kann ich denn nichts da machen? Vielleicht mit der Armbrust? Ja, wird es funktionieren? Hoffentlich. Boah, hätte man auch hingehen können und das da festmachen können, ne? Und Knoblauchhack. Klappt. Na, das nenne ich ein Geschenk des Himmels. Hält das? Knoblauchhack. So, Knoblauchhack. Und dann Chronoblau. Okay. Ja, okay. Das ist speziell, spezielles Knoblauchhack. Das sind Unterarten. Ja, bist du mit dabei? Alles klar. Oh, dieser Ausblick. Wirklich schön. Vermisst du schon das Meer? Noch nicht, aber das kommt noch. Aber du gehst jetzt nicht, oder? Nein. Erst wenn ich mit deiner Schwester kind bin. Wäre. Was? Hat sie nichts gesagt? Sie hat mir das Leben gerettet. Oh, naja. Ja, zum Glück. Oh ja, ich auch. Oh, seht mal. Da ist unsere... Warte, Leute. Nicht reden. NPCs. Das sieht ja Hammer aus. Ich hier auch noch irgendwie andere Charaktere. Oh ja. Nehmen wir tatsächlich verschwinden lassen. Nein. Festung. Sie ist groß. Und unheimlich. Das Gebäude links sieht aus wie unsere Kapelle, oder? Ja, denke schon. Perfekt. Folgen wir weiter der Küste.
Nee, wir legen uns nicht so wie bei Transformers auf den Wagen drauf. Also, auf Biest. Nee, das machen wir nicht. Amicia, da ist Blut. Oh nein. Eine Leiche. Was? Er ist festgekettet. Was, du Scheiße? Wir müssen zurück. Nein, wir müssen zu dieser Kapelle. Amicia, wir haben hier einen Toten. Wir bleiben vorsichtig. Das müssen wir. Gehen wir. Komm, hoch mit dir. Ja, klingt bis die gleiche Delle wie Mäuschen. Ist angekommen. Was zur Hölle? Er ist über uns. Wer ist das? Weiß nicht. Bleib unten. Da sind noch mehr. Lass mich mal, ich dachte wieder nicht. Scheiße. Verstanden. Die anderen? Lass los, du Schwein! Mist, wer sind die? Sieht mir schwer nach Sklavenhändlern aus. Sklavenhändler? Sie fangen Menschen und verkaufen sie wie Tiere. Wirklich? Das hält uns nicht auf. Ich glaube... Autsch. Ja, ich wage es. Scheiße, brennt gut. Brenn, du Schwein! Kommt runter, hier ist Platz. Habe ich jetzt alleine gemacht. Voll hier geben, du. Voll durchgezogen. Amicia? Ja, ich bin hier. Geht's dir gut? Ja, aber die meinen es ernst. Verschwenden wir keine Zeit. Verdammt. Ich hoffe, Milo hat recht. Wir haben genug Männer verloren. Wird schon gut gehen. Bisher konnten wir im Traum. Bestimmt verdammt! Die. Was? Ich sehe zum ersten Mal wie du. Ich hasse es, aber am Ende muss ich es immer wieder tun. Bogenschützen machen mir irgendwie immer das Leben schwer. Boah, weißt du, das bisschen Gras, weißt du, tat uns so heftig, ne? Geh wieder weg. Verdammte Drecksbäcker. Doch, genau. Der Typ runter. Das ist nicht der richtige Weg. Nichts.
Gewagtes Spiel. Und ich mag es gewagt. Kurz zur schnellen Erklärung, der Wagen heißt Bäuschen. So wie der Mustang von meiner Frau Biest heißt. Nichts zum Ablenken zu werfen, ne? Sie ist kaputt. Wir finden einen Weg. Hat er nicht mitgekommen? Nee, natürlich nicht. Ich das Gefühl habe, dass der sich gleich umdreht. Der Mann. Er hat sie mitgenommen. Was wird er mit ihr machen? Denk lieber nicht drüber nach. Unanständig gesagt. Vielleicht. Wir wissen noch nicht, was vor sich geht. Noch eine Kapelle. Nein, eher eine Art Tempel. Gehen wir rüber. Wir müssen einen Weg zur Festung finden. Melos Vorhaben jagt mir Angst ein. Wir mischen uns in Dinge ein, die wir nicht beherrschen. Ich weiß, aber wenn das der Preis ist, um den Grafen zu stürzen, dann nur zu. Der Graf weiß nicht, dass sie ihm wehtun wollen. Er weiß, wie diese Leute denken. Wenn wir reich werden, mehr von denen. Dass Melos. Sei dir doch nicht so sicher. Er will allein das Sagen haben. Wenn er noch mächtiger wird, wird das nicht besser. Stimmt. Ein paar Krümelgold sind aber trotzdem noch Gold. Ja, der Bogenschütze. Willst du mich verarschen? Digga, was machst du? Ich hab das so noch nicht gesehen. Hier, nee. Ich hab das Gefühl, dass Specki zu mir kommt. Ja, ich kann ja nicht hoch. Sophia, dein Trick würde hier helfen. Zeit, etwas Gras zu verbrennen. Die waren das. Keine Sorge, ich... Nein. Sie sind hier drüben! Halt die Fresse. Da drüben steckt ihr. Oh nein! Hier steckt niemand! Hier drüben! Lass sie nicht entkommen! Was jetzt, Amicia? Los! Haltet die Eindringlinge auf! Dann machen wir es eben so. Bleibt da gerade nichts anderes übrig. Das wird laut. Die ist festgepackt. Gehen wir, bevor mehr kommen. Ja. Ich warte mal so lange, bis es denn aufgehört hat zu brennen, ja? Schlupf.
Ach, da kommt der nächste. Genau, schön ins Feuer springen. Ist der Charakter, der das zulässt, ne? Hey, warum hier? Ist gerade so schön. Hat schon einen umgebracht, wieder. In den Chat reingucken. Er wurde ermordet. Wir haben ein... Was macht er da? Wach auf! Ja, sozusagen Eis, ne? 24 Stunden Stream. Was ist wohl los? Er liegt dort und schläft. Eindringlinge! Komm, du willst wieder weggehen, ne? Ja, so ist brav. Hätten sich hier auch natürlich lang schleichen können, etc., was wir ja gerade machen. Nichts gesehen. So ist gut. Wie viele sind da? Sicher viele. Milo ist ein dicker Fisch. Hier ist noch ein Seil. Gut gesehen. Oh Mist, der eine hat mich gerade gesehen. Das wird laut. Sie kommen. Gehen wir, bevor mehr kommen. Ja. Sie haben uns. No. Du gehörst mir. Oh, weil die Alte nicht so nah dran war. Kriege ich jetzt schon wieder Kopfschmerzen. Autsch. Wenn die Kameradin aber einem auch nicht mithilft, ne? Servus. Sie haben uns gesehen. Heiß, heiß. Die haben sich gerade selbst abgefackelt. Zeigen wir uns! Sie sind nicht weit! Die kriegen wir schon! Ja klar, mein NPC, der steht dort, ne? Gerade nicht so ganz logisch gewesen, aber okay. Immer Kamerad, Schnürschuh. Oh oh. Auf. Was jetzt, Amicia? Jetzt war ich gerade zu voreilig. Ach, shit. Doch so nah gekommen. Nur ein Arschloch. Das ist sowas. Da kannst du gar nicht mehr reagieren. Also sprich, du drückst zwar drauf, aber sie reagiert dann nicht mehr. Das ist so arschig.
Ich muss ihm mit einer anderen Taktik beigehen, ey. Ich sag mal, jetzt fängt sie an, weißt du, mit diesen scheiß Dingern. Diese Pinks-Leute um. Schön nach hoch. Lauf ins Feuer. Hey, ja, der Wichser da hinten kann mich sehen. Achtung, wir werden angegriffen. Da war doch kein Müll. Die Schnauze voll von denen. Haltet die Eindringlinge auf! Sie sind da hoch! Ihnen da! Der wird's nicht hoch! Sie kommen! Ah, muss sie doch kommen. Wo zum Teufel sind sie? Ey, da wird geworfen. Bolzen mehr, bis auf zwei, aber jetzt kann ich looten. So. Genau wie Mörder. Oh, zu voll. Solche Menschen gibt es leider, Öko. Ja. Irgendwann reicht's ja wohl hier. Ah. Wo hatten wir noch was gesehen gehabt? Ja, hier oben. Hoch. Kletter hoch. Aha. Der ist ziemlich abgemagert. Irgendwann. Mal sehen, was da drin ist. Netten Klamotten zu weg. Guck mal, von hier aus hätte man auch da drauf schießen können, ne? So idiotisch. Jetzt bin ich euch sicher. Hier drüben können sie nicht entkommen. Was jetzt, Amicia? Sind ja noch zwei. Ja, zünd dich mal schön selbst an. Gucken wir jetzt bitte. What the fuck? Ist doch jetzt nicht dein Ernst-Scheiß-Spiel, wa? Alter. Das ist doch jetzt nicht dein Scheiß-Ernst. Ich finde deinen Mörder.
nicht sagen, wo der Mörder ist. Hier. Hier ist noch ein Seil. Gut gesehen. Damit kommt ist mir du hast von scheißegal, du. Das wird laut. Das ist laut werden. Gehen wir, bevor mehr kommen. Ja. Vorsicht, es geht runter. Gut, gut. Ich weiß, dass hier noch Loot ist. Der nächste, der kommt, den bringe ich sofort um. Aber mein Loot lasse ich mir nicht nehmen. Hey, komm mit hoch. Hoch. Flo, klettere da hoch. Und hoch. Ich weiß los. Mitgekriegt haben sie das ja hier erst, weil ich das umgenommen habe. Warum hier? Sie sind überall. Genau wie Mörder und Verräter. Solche Menschen gibt es leider überall. Zusammen, du Trottel! Steh auf! Ah, ihr seid sicher. Die Schnauze. Dem Scheiße. Hier geht's runter. Alles klar. Lass mich durch. Mei. Geht doch. Ja, gut gemacht. Sind wir sicher? Soll Robinessenfähigkeit Verwertung? Ja. Vorerst. Vorerst? Ich weiß. Pass auf, und am Ende stellt sich heraus, weil ich immer alle Leute umbringe, kriege ich das böse Ende. Die Tür scheint schon länger festzuklemmen. Ich weiß nicht, ob es ein gutes oder böses Ende gibt, aber... Sklavenhändler? Warum hier? Es ist einfach Pech. Nicht nur. Sie haben sie kommen lassen. Ah, wir haben hier ein Seil. Du, greif doch. Soll ich ihn das jetzt ganz genau schießen? Wo ein Punkt oder so. Hm? Das ja, stimmt. Ich brauche Hilfe, Sophia. Da ist ja auch noch steuern. Ich hab jetzt nicht mehr an sie gedacht, dass ich sie das ja steuern. Das ist ein Kronleuchter, glaube ich. Sieht schwer aus. Die Kette wirkt immer noch stabil. Die ist schon kräftig, ne? Wirklich laut. Übermenschliche Kräfte. Ja. Da ist die Festung. Gut. Warum kommen die Sklavenhändler nicht im Traum vor? Träume zeigen selten die ganze Wahrheit. Aber der Traum hat mich belogen. Wir sollten hier geheilt werden. Was uns die Träume nicht geben, nehmen wir uns. Das ist anstrengend, aber so ist das Leben. Mina, du kennst ja Papa. Es beruht tatsächlich auf eine Tatsache. Wenn wir Spinat essen, steigert es den Wachstum der Muskulatur. Man muss natürlich einiges essen, damit das überhaupt zustande kommt, aber es ist eine Tatsache, dass das tatsächlich funktioniert. Wurde jetzt erst vor kurzem herausgefunden. Ich habe keine Lootkiste. Ich habe doch eben gerade fleißig gelootet. Ich habe sogar alle umgebracht dafür. Gehen wir hier durch. Gott, war so schön. Der Kampf immer noch sein. Ich weiß nicht. Ja, eigentlich nur hier lang, weil ich gucke wegen Loot. Siehst du das, Hugo? Eine Feder. Nein, ist eine Feder. Lass sie. Warum? Sie ist so schön. Von einem Raben. Das ist ein dunkler Vogel. Ein gerissener Vogel.
hat die Leute glauben lassen, er sei böse. Damit sie ihn in Ruhe lassen. Oh, er ist nicht finsterer als Menschen. Du solltest mich früh morgens sehen. Finsterer geht nicht. Oder meine Frau, wenn sie keinen Kaffee am Morgen kriegt. Die ganze Menschheit bedroht. Das ist viel schlimmer. Ist schon gut. Es wird schnell gehen. Zur Hölle mit dem Scheiß. Hast du ein Problem, Diaz? Naja, diese Viecher tauchen auf, um uns zu fressen. Unsere Sklaven entkommen und du tust was? Du verschwendest, was uns bleibt, an eine Frau, die irre ist. Falsch. Wir arbeiten nicht mehr für die Gräfin. Es ist alles im Gemälde. Die Ratten, sie kündigen die Ankunft des Sohnes an. Und wie hungrig sie sind, oder? Also ganz einfach. Wir verwöhnen sie, wir verwöhnen das Kind und werden neben dem Thron Platz nehmen. Und der Graf wird sich vor uns verneigen. Und die Welt wird folgen. Dann sag mir, wie viele werden zu Rattenfutter, bevor wir dieses Kind sehen? Du hast nicht genug Vertrauen. Und du hältst einfach nicht ein blödes Maul! Noch jemand? Fantastisch. Beginnen wir. Das Blut weist dem Sohn den Weg zur Kapelle. Unser lieber Diaz darf den Anfang machen. Diese Wahnsinnigen. Wir müssen ihnen helfen. Es ist zu spät. Ich halte sie auf. Stopp! Ah! Was tust du denn da? Ich wollte sie aufhalten. Hugo, du darfst nicht einfach Leute töten. Wieso? Du tust das auch immer. Und ich töte viel schneller als du. Du wirst niemanden einfach angreifen. Du hörst auf mich und tust, was ich sage. Ist das klar? Ist mir egal. Sie werden doch sowieso alle sterben. Hugo! Was zur Hölle? Hugo, hör zu! Boah, ich krieg gerade schon wieder einen Hals, ey. Aber wieso kann ich jetzt nicht laufen, bitte? Das ist gerade so ein Moment, wo man hinterherläuft. Was war das? Das ist verrückt. Du hast nie erwähnt. Was? Dass mein Bruder die Ratten beherrscht und ihnen befiehlt, Menschen zu fressen? Du wärst davongelaufen. Und ich wollte das nicht. Ja, es war falsch. Aber ich dachte, wir hätten hier eine echte Chance. Ich habe vorhin nicht gesagt, wir sind keine Ratten da. Du würdest uns nicht so sehen müssen. Geh und rede mit ihm. Ich brauche einen Moment. Ich verstehe. Wenn du kotzen musst, ich kann nicht verstehen. Hugo. Der Junge, der bräuchte den Prügel, ey. Ich weiß, du bist wütend. Du wolltest nur helfen. Aber jemanden zu töten, selbst böse Menschen. Sie sind wie die Inquisition. Wie Verdor. Sie machen mit anderen Menschen, was sie wollen. Und manchmal zwingen sie uns zu handeln, ja. Aber überlass mir bitte diese Entscheidung. Das alles ist nicht fair. Ich weiß. Aber alles endet, sobald wir herausfinden, wie wir dich heilen können. Komm, entschuldigen wir uns bei Sophia. Jetzt nur so eine Frage, Alicia. Wer gibt dir das Recht zu entscheiden, wer leben darf und wer nicht? Okay, ich bin zwar gerade in dem Moment, weil ich der User bin, aber geschichtlich her gesehen, wer gibt dir das Recht? Sophia, es tut mir leid. Mir auch. Ja. Ach, der hatte keinen Kaffee, deswegen. Gehen wir weiter.
Sophia? Sie zieht jetzt schon das Geld in der Hand. Ich muss das sacken lassen. Ja. Ratten? Ja. Ja, auf hoher See sind sie zu nichts zu gebrauchen. Was ist da drüben? Ich glaube, ich habe was gefunden. Aber ein Zuckerschub. Ja, ja. Da muss ordentlich viel Zucker rein. In den Kaffee. Damit er gleich wirkt. Du bist nun mal der beste Träger davon. Oh Gott. Am Baum haben sie Sklaven festgekettet. So gehen sie vor. Seht! Oh, ist das... eine Stoffpuppe. Hier war also ein Kind. Bezaubernd. Ein Kind als Sklave? Geht das? Nein. Mhm. Oder? Dabei sind sogar Kinder von Sklaven. Tut mir leid. Sie nahmen ihnen die Puppe weg. Leg sie besser zurück. Er könnte sie nicht mal mitnehmen. Vielleicht ist das Kind entkommen. Das ist es, was zählt. Ja. Komm, Hugo, gehen wir. Melos Werk. Er meinte, das Blut würde dem Sohn den Weg zur Kapelle weisen. Da drin ist also was. Das macht mir Angst. Ich selbst dein eigener Schatten macht dir Angst, Bengel. Oh ja. Immer ganz ehrlich, das, was die beiden schon durchgestanden haben und er ist immer noch so. Bis die Ratten wiederkommen. Und danach der Sohn. Ach, das könnte ewig dauern. Nein. Aktion erteilen. Den werde ich nicht vermissen. Scheiße, er ist tot. Scheiße, ja. Den Mörder schnapp ich mir. Ach das. Ich werde vor dir da. Okay, das werde ich jetzt mal nicht vorlesen, Eis. So viele. Du weißt, was uns in der Festung erwartet, oder? Ja. Was haben die denn jetzt schon wieder für ein Problem? Die Ratten da sind? Kann ich auch die Fähigkeit wieder nutzen. Kommt etwas falsch rüber. Ja, deswegen lese ich es mal gerade nicht vor. Oh, der Typ bildet sich jetzt nicht mit deinem Kreise oder was? Wir haben Gesellschaft! Sucht alles ab! Gut. Ja, du siehst das auch gut. Hey, ist alles in Ordnung? Nee, er macht nur eine Pause.
Jemand greift uns an! Das kommt mit Zeugs. Versteckt sich niemand. Sollte sich hier auch jemand verstecken, hier gibt's nicht. Ein Kaffee am frühen Morgen gehört dazu. Also ich bin kein Kaffeetrinker, ich bin ja reiner Teetrinker. Ich habe Kaffee getrunken bis 2002. Ich bekomme mein Schwarztee. Ganz wichtig. Habe ich nicht vergessen, das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr gut. Oh, du wirst uns nicht erwischen. Oh, shit! Kommt der Typ gerade da raus? Was soll denn der Kack? Bring mich um. Ruft er denn nicht die Ratten, ne? Wenn es um meinen Arsch geht. Mit dem Typen habe ich aber jetzt gerade wirklich überhaupt nicht gerechnet. Keinsterweise. Lass mich raten, kommst du jetzt zu mir? Nein, okay. Jetzt kommt mir ein Spicky McMack oder Ärger. Schon hier unten durch. Oh, NPC fährt's. Übel dich da mal. Ich weiß, dass ihr da drüben seid. Sie sind hier! Die krabbeln hier nicht durch. Hier drüben!
War nicht wahr! Okay, da haben sie das Feuer angemacht. Oh, scheiße. Oh, Amicia! Oh! Wieso nimmt sie eigentlich nicht die Schleuder mehr? Will sie nur noch abstechen? Nee. Stehe ich gerade voll nicht. Du nicht einfach hochklettern? Eindringlinge! Logische Aktion für ihn, aber okay. Ich definitiv den Arsch über mir nehmen. Scheiße! Wer ist das, Bastard? Sie müssen doch hier sein! Wieso kann ich so nicht? Wer ist letzter Pfeil? Nein, Specki. Nein. Nichts gegenüber Gewichtige oder so, ne? Mach das. Okay, jetzt habe ich meine Ruhe hier wieder. Oh, als NPC. Ich hab gedacht, mein Feind steht vor mir. Möchte mal bolzen. Jetzt sind nicht gerade irgendwie viele Möglichkeiten, ne? Komme ich jetzt bitte da rein? Ja, nicht so, dass die jetzt die Zugbrücke für uns runterlassen. Gewöhnt man sich dran. Mit meinen Nasenblumen. Ja, geruchsblind. Die Nase wird bloß nur blind. Ihr könnt damit jetzt mal bitte erklären.
Und trotz, dass es ja hier die Möglichkeit gibt, runterzugehen. Oh ja, nur zu, oder? Doch. Ah, geh hier durch. Voll. Gut. Das Tanzen, die Musik, die Blumen. Hey, die finden wir. Hey, Hugo. Was? Ich weiß, es ist schwer, aber bleib bei der Sache. Dort haben wir rein. Die Festung ist böse. Das mag sein, aber wir sind noch zusammen. Stimmt. Kannst ja draußen warten. Geh sicher, dass im Wagen auch keiner mehr atmet. Die sind gleich davon. Die sehen alle ziemlich tot aus. Geh sicher. Hey, wer hat dich eingelassen? Misia! Nein, nein! Ich mach dich fertig! Lass sie in Ruhe! Jetzt seid ihr quitt. Bitte, nimm ihn runter. Geht's dir gut? Danke. Verdammte Dreck. Hugo, es ist vorbei. Ich konnte nichts tun. Schon gut. Du hast das Richtige getan. Uns machen lassen. Wir müssen weiter. Komm. Wie geht's dir, Sophia? Ich hatte mir versprochen, das nie mehr zu tun. Tut mir leid, aber ich bin froh darüber. Ja, solche Versprechen gibt man immer gerne. Versuch einfach am Leben zu bleiben. In der Schleuder kann der Misia ein zweites Mal schießen, bevor sie nachladen muss. Gehen wir weiter. Oder das. Wir nehmen das. Im Einzelschuss, da sind wir noch dran gewöhnt. Im ersten Teil. Ist trotzdem blöd, dass wir nicht sowas herstellen können. Also die Bolzen meine ich jetzt. Die Geräusche, die gerade im Hintergrund waren, und dann hörte sich das so an, als ob gerade Aragorn zu Besuch ist. Du hattest recht. Einer lebte noch. Lass uns gehen, ich will nicht wie Dias enden. Und warum ist das Gitter noch nicht oben? Hey, öffnet das verdammte Tor! Ich werde gehen. Ihr könnt euch im Karren verstecken. Aber was ist mit dir? Mann, was macht er denn? Unglaublich! Der kriegt einen Arschtritt! Das wurde aber auch Zeit! Hi.
Grüße dich. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mit besserer Hälfte oder ohne? Was jetzt? Hey, hier. Sophia, da bist du ja. Auch noch? Ha, was zum Teufel ist passiert? Es ist schlimm, Sophia. Siehst du einen Ausweg? Mit den ganzen Viechern? Nein. Naja, vielleicht. Aber das wäre... Ah, vergiss es. Entweder es klappt, oder ich bin tot. Ich kann nicht mehr das machen. Das Ding ist unglaublich. Ach so, scheiße. Ja, komm her und hol mich ab. Ich war mir nicht sicher, dass genug Licht aus dem Feuer kommen würde. Kommt runter. Ja. Und wir auch sowas haben. Gut, dass du wieder da bist. Ja, danke. Ich gab dir mein Wort. Ich kann uns drei damit schützen, aber ich brauche noch ein Feuer, um uns durch diese Hölle zu führen. Wird erledigt. Gut. Die Raten überlasse ich euch. Sag mir einfach, zu welchem Feuer du willst und wann ich aufhören soll. Ja. Vertrau mir. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bloß alle im Licht. Oh Mann, ich wandle im Licht. Die Kapelle liegt hinter diesem Graben, stimmt's? Stimmt. Und wir müssen irgendwie rüber. Sophia, bahne uns den Weg! Bleibt bei mir! Ey, ich hab ein Bolzen mehr. Halt! Geht nicht zu weit weg! Es wird zu dunkel für mein Prisma! Kein Problem. Wir sind versichert. Ist cool. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt in meiner Nähe. Wo das durch die... Ja, okay. Mein Prisma bekommt hier nicht viel Licht ab. Gebt acht. Okay. Manches Mal muss man sowas nicht verstehen. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bloß alle im Licht. Wenn sie mit ihrem Prisma so rumläuft, ne? Wir machen irgendwie an sie andere Sachen. Sie kann hier so ruhig bleiben. Wir kennen das schon. Verschiedene Anime-Serien. Natürlich, dumme Frage. Sophia, bahne uns den Weg! Bleibt in meiner Nähe! Ja, definitiv Eis. Definitiv. Powerlight 2000 mit vollem Akku. Und Sonderausstattung. Ganz schön viel Feuer. Ich bahne uns einen Weg. Bleibt bloß alle im Licht. Hi. Aber auch so frei. Was soll ich warten, Leute? So freiwillig reingehen, ne? Das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehe. Ja. Geht doch. Oh, sie kommen durch. Ja, diese kleinen Schmarotzer. Ich bin jetzt, glaube ich, bei Kapitel 12. Das geht nur den Sohn und mich was an. Was wird er tun? Ihr habt ihn gehört. Alle Wache halten. Und lasst das Fallgitter
Schützerin wurde also dorthin gebracht. Ja, gehen wir rüber. Grüße dich, Renegade. Schön, dass du eingeschaltet hast. Überall die Button. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleib in meiner Nähe. Tja, wie ist das noch? Eindringlinge, ihm nach! So einfach gebe ich nicht auf! Ich kriege euch! Halt! Geht nicht so weit weg! Es wird zu dunkel für mein Prisma! Wie ist denn jetzt schon wieder? Nun, hallo! Sind sicher noch hier! Ich drück drauf, dass sie aufhören soll! Nichts passiert. Gerade erst angezockt, so ein bisschen. Halt die Hand, so lange wie möglich von der Kapelle fern! Verstanden! Direkt hinter diesem Fallgitter. Ich will nicht gestört werden! Das geht doch Sohn und mich was an! Ja, was wird er tun? Ihr habt ihn gehört! Alle Wache halten! Und lasst das Fallgitter runter! Die Beschützerin wurde also dorthin gebracht. Ja, gehen wir rüber. Wie kann der Typ mich sehen? Ich schau mal. Vorsichtig! Sie wissen von uns! Also langsam fange ich an, Alicia zu hassen. Helft mir, die hier zu schnappen! Auch wenn ich sterben werde, ich werde ein paar Arschgeigen mitreißen. Jetzt viel zu lahmarschig dafür. Das war gut. Schon dabei. Ach komm. Also ich weiß nicht. Also ich weiß, der zweite Teil ist super interessant, ne? Aber Amicia bringt mich gerade echt wieder zum. Ich möchte gerade irgendwie so wehtun. Das geht nur den Sohn und mich was an. Was wird er tun? Ihr habt ihn gehört. Alle Wache halten. Ich habe keine Wacht. Ja, gehen wir rüber. Das geschieht dir recht. Da steht ja noch einer. Gut, wir müssen die Kapelle schnell erreichen. Schon dabei. Außer also vorher. Ich bin wieder alle um. Pass drauf. Hab ich wenigstens mal eine Ruhe. Wenn ich die Möglichkeit nehme, dann bin ich definitiv schneller. Ja, habe ich schon gehört, dass morgen der nächste Teil rauskommt. Aber nicht falsch verstehen. Outlast. Ich erschrecke mich nicht dabei oder so. Ich hab's angezockt. Es war nichts für mich. Dass ihr das schon mal durchgemacht habt. Das hier ist noch schlimmer. Wie immer. Wir schaffen das. Find's geil. Ich hab's mir auch angeguckt, etc. Aber für mich selber so zum Spielen ist das so. Dafür finde ich es viel amüsanter, wenn's andere zocken und abgehen wie Schmitzkatze. Bin ich mega. Hat es für den Witz eines Herrn gehalten? Tja, mir ist das Lachen vergangen. Ich hab's auch gewusst, dass du verbrennst.
wieder ein Freudenschrei gewesen. Also gut, überqueren wir wieder den Graben. Ja, verstehe. Du schaust wieder bei Outlaws bei uns rein. Ja, ja, so ist es. Macht mir persönlich weitaus mehr Spaß, aber wie gesagt, solche Horror-Games etc., ich habe nicht diesen Erschreckungseffekt. Überhaupt nicht. Ich erschrecke mich so gut wie nie. Und dann bringt mir das irgendwie nicht so viel, sowas dann selbst zu spielen, weil ich hab nichts davon. Sie können uns helfen. Das war's. Wir müssen haben wir gar nichts überquert. Nur die Ratten. Sie kommen uns viel zu nah. Als Gefangene musste Ilia genau denselben Weg gehen. Was war mit Basilius passiert ist? Er war traurig. Ilia ist die Antwort, nach der wir suchen. Mein Prisma bekommt hier nicht viel Licht ab. Gebt Acht. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bei mir. Halt, geht nicht so weit weg. Es wird zu... Fahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bloß alle im Licht. Vorsicht, es ist kaum noch hell genug für mein Prisma. Sie müssen ganz in der Nähe sein. Folgen wir. Okay, das klappt hier doch nicht. Hier sind Eindringlinge. Sie wissen von uns. Das waren alle. Jetzt wird es einfacher. Das war leicht übertrieben, oder? So lernen Sie es. Bitte. Hier komme ich nicht. Ja, okay, ich komme hier nicht lang, aber. Was zeigt ihr hier? Heiße Sache. Heiße Sache. Guten Appetit. So, während sie ihn schon fressen. Hä? Das ist wieder so ein dämlicher Systembug, ne? Hallo? Du wirst eigentlich gerade voll gefressen. Ich hab das Spiel wieder kaputt gemacht, ne? Ja, das ist nicht das erste. Es wird auch nicht das letzte sein. Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt bei mir. Wir verdrücken uns dann mal, ne? Man sieht sich. Während die Ratten versuchen, sich zu fressen. Schmeckt den Ratten wohl nicht. Das könnte sehr gut sein. Hält das Feuer eigentlich so weit? Halt! Geht nicht so weit weg! Es wird zu dunkel für mein Prisma. Ah, shit. Ich hab gedacht, weil ich da keine Ratten gesehen habe, dass ich da hochgehen kann. Ohne weiteres. Aber okay, gut. Dankeschön, Renegade. Dankeschön für das Kompliment. Vielen, vielen lieben Dank. Oh, sag mir nicht, dass die Schnute da schon noch lebt. Naja, okay. Gut. Mach uns den Weg frei, Sophia. Machen wir das nochmal. Ja, ich schmeck den. Das war mir klar. Meine Frau teilt nur nicht gerne. Vorsicht. Es ist kaum noch hell genug für mein Prisma. Hör auf. Ich mach das. Wo ist jetzt Kameradfüßchen? Ja, so dort. Und dann haben wir ihn noch da vorne.
geht es dir, Hugo? Glaubst du wirklich, die Kapelle wird helfen? Ich verspreche es. Na, versprich nicht, was du nicht halten kannst, Mädel. Mal irgendwie anlocken. Ein Schleuder? Nicht dich, du Idiot. Sophia, bahne uns den Weg! Bleib mach mal hin, die Alte! Wo ist das da? Alarm! Jagt die Eindringlinge! Hä? Oh, hat er das Ding wieder angezündet? Ich wärme mich noch! Lass es bleiben! Natürlich. Genau, lass es bleiben! Oh! Ich wollte schon wieder nicht loslassen. Wir sind eindringlich. Das waren alle. Jetzt wird es einfacher. Das war leicht übertrieben, oder? So lernen sie es. Ich glaube nicht, dass das leichter wird, Mädel. Gehen wir einfach weiter. Ihr werdet mir nicht. Ach, guck an, ich muss erst hier oben hin. Was für ein Zufall. Wenn ich weitergehe, werde ich gefressen. Nein, geh weiter. Geh weiter. Ich will sehen, wie du gefressen wirst. Ich habe extrem viel Mitleid mit dir. Amicia, Milo ist direkt hinter dieser Mauer. Ich wollte nur, dass du bereit bist. Nicht wirklich, aber gehen wir. Aber was sind denn das hier? Das Tor ist offen! Was ist los? Da waren noch mehr. Es gibt kein Zurück. Wir sind zu nah dran. Okay, man muss sagen, sie sind intelligenter, wie man gedacht hat. Nichts in der Kapelle ist. Guten Appetit, Ratten. Ich will zurück zu Mama an die Lukas gehen. Ich... Ja, versprochen. Na gut, klingt vernünftig. Könntet ihr mich passieren lassen, ohne mich zu fressen? Oh. Verdammt, er ist tot! Rückkehr! Bedenkt kann ich aber nichts! Oh, wie geil! Oh, wie geil! Toll! Wow! Mal ganz ehrlich, dafür, dass sie mich jetzt heute schon richtig böse genervt hat, ne? War das dafür eine richtig fette Entschädigung. Alter Falter. Du hast einen neuen Puls? Die sind schlimmer als die Ratten. Sie sollten alle tot sein. Denk sowas nicht. Du bist besser als das. Alter. Das war herrlich. Lachflash bei Dante? Nee, Lachflash sieht bei mir definitiv ganz anders aus noch. Also wenn ich einen richtig bösen Lachflash habe, Leute, dann ist das bei mir erstmal vorbei. Dann seht ihr mich aber auch gar nicht mehr hier sehen, weil ich liege dann wirklich unten. Das ist dann wirklich ein Lachen. Ja, sowas wie Wechselgeld, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. So. Muss ich natürlich aufpassen, dass die Ratten mich nicht fressen, weil ich glaube, so eine Schose kriege ich nicht normal hin. Mach uns den Weg frei, Sophia! Bleibt in meiner Nähe! Das funktioniert. Ich finde es bloß irgendwie gerade so ein bisschen blöde, dass sie nichts weiter machen kann, außer sich dann da festfallen und mit Hugo hier rumlatschen.
stattdessen, wenn sie stehen, irgendwie doch noch was machen halt, zu können, wie nicht so weit weg. Sophia, einen Pfeil zu verschießen oder nicht. Sonstiges, ne? Weil nun kann sie ja hier so aufnehmen, aber irgendwas öffnen oder so. Warum denn? Lass es! Na gut. So. Nein, ich wusste es. Und dann Tisch bei den vollen 5 Minuten. Ja, ja, ja. Barbarisch. Geschlachtet. Wie Tiere. Warum? Sie glauben, das Blut wird den Sohn dazu bringen, sie zu mögen. Er würde sie dafür umbringen. Seht mal an der Tür. Das Ordenssymbol. Gehen wir in die Kapelle und verschwinden dann. Können wir gerne gleich hingehen. Oh, liebes Spiel, lass mich doch einfach laufen. Aber hier sind gerade keine Ratten. Könnte hier noch irgendwo Loot sein. Das Spiel verwehrt mir das Looten. Ich habe auch keine Option zum Schießen, also wird da nichts geben jetzt. Sehr gut. Endlich. Oh, das ist der Sohn. Es gibt so viele davon. Die sind ziemlich neu. Wer war das? Milo? Dieses Gemälde. Das sind der Träger und seine Beschützerin. Sie kommt nur auf diesem hier vor. Ja, und? Wurde diese Kapelle ihr gewidmet? Der Beschützerin. Elia war bloß eine Lückenfüllerin. Das war ihre Funktion innerhalb des Ordens. Sie wollten sie bestrafen. Okay. Weil ist nicht dieser andere Spinner irgendwie vorgelaufen? Wo zum Teufel ist Milo? Weiß ich nicht. Elia ist wichtiger. Eine Gruft? Da ist nichts. Bist du sicher? Ah, oh Mann, da stinkt so nach Falle. Beschütze einen, beschütze alle. Das ist von der Beschützerin. Der Orden hat sie hier eingesperrt. Eine schöne Dynastie von Schwachköpfen ist das. Bitte pass auf, vielleicht ist da eine Spinne drin. Dieses Ding. Schon wieder. Sie ist wütend. Sorgt sich um den Träger. Er ist so jung. Sie will ihn zurück und sie weiß, wohin sie ihn gebracht haben. Das Heiligtum. Der Palast. Die Festung. Die Karte. Dorthin brachten sie ihn. Warte. So leicht ist das? Hier so einfach unter der Karte? So einfach. Ihr Vermächtnis ist das. Für die nächste Beschützerin. Sicher. Das ergibt Sinn.
Wie auch immer. Ein weiterer Tag in deinem Leben. Gehen wir zurück zur Karte. Wir wissen immer noch nicht, wo Milo ist. Naja, sein Werk schien ohnehin vollendet zu sein. Erwidert. Hat dir mein Opfer gefallen? Ich kann dir helfen, ja. Ich habe Männer, Sklaven. Du hast sie aber getötet. Für dich? Die Gräfin, sie bezeichnet sich als Mutter, aber du brauchst keine Mutter. Du brauchst Diener. Sag mir nicht, was ich brauche! Du bist die vom Gemälde. Nein. Sie. Sag nichts. Natal, sie kommen. Versteckt euch. Pass auf Hugo auf. Sie haben... Okay, ich nehme mal so die Sache. Ich habe so die Vermutung, sie weiß definitiv mehr, wie sie vorgibt. Weil das war eben gerade sehr spanisch. Deutsch, aber egal. Milo abgeschlachtet! Hierher! Wir brauchen jeden einzelnen Mann! Tötet ihn! Los! Siehst du einen Ausweg, Sophia? Nein, noch nicht. Ihr habt alles ruiniert. Dafür werdet ihr büßen. Ihr macht einen Fehler. Ist aber sehr heiß. Du hältst uns jetzt nicht auf. Bleib ruhig, beherrsch dich. Nicht noch so einer. Es muss einen Ausweg geben. Dann finde heraus, wo. Amicia, lass mich helfen. Aber man muss sagen, die brennen schön. Zurück, sonst seid ihr tot. Tötet das Mädchen. Fast geschafft. Nee, nicht gehen. Jetzt nicht nachlassen. Lass uns gehen. Wir können es beenden. Kann ihr nicht so. Sie sind zu dumm. Hört auf. Anita, nächstes Mal meldest du dich an, wenn du vorbeikommst. Die spawnen einfach hier. Ihr Schweine. Da reingehen. Ich schon. Hugo! Oh oh. Nein, geh zurück!
Schnell zum Meer! Sollte mir helfen. Aber ich bin noch krank. Es ist sogar noch schlimmer. Hugo, sieh mich an. Hugo, sieh mich an. Sophia. Wieso die Tränen? Weil du sicher gehen wirst. Meinetwegen. Ganz ruhig. Jetzt hör mir mal zu. Ihr beide seid wirklich einzigartig. Und aus irgendeinem dummen Grund kann ich euch gut leiden. Und das, obwohl euer Leben gerade echt scheiße ist, oder? Macht mir aber nichts. Auch die seltsamsten Dinge geschehen aus irgendeinem Grund. Seefahrergeschichten sind voll davon. Und jetzt? Solltest du dich endlich beruhigen und auf die Erwachsenen hören? Klar? Und du bist keine verfluchte Armee. Er sieht zu dir auf, ja? Und wenn dein Todestrieb seiner wird, dann passiert das hier. Und das wird wirklich Folgen haben. Also, wirst du bleiben? Sag es nicht zu laut. Dankeschön. Ihr könntet mich eigentlich ablösen.